Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin Lucida und wir machen weiter in L.A. Noir mit dem Fall mit dem gestohlenen Fahrzeug, wo ich überhaupt nicht, keinen Bezug zu habe, nix, gar nichts. Ganz, ganz komisch. Wir waren jetzt in der Druckerei, die Fahrzeugscheine herstellt, von denen wohl einige gefälscht sind oder auch nicht. Und da haben wir gesehen, dass ein Kunde mehr von denen, nehmen wir mal einen Stammkunde, der kauft mehr von denen, mehrere Boxes. Also mehr Fahrzeugscheinpapiere, gut, vielleicht, der braucht dann wohl auch mehr. Ich weiß nicht, ist das ein Autohändler dann oder was? Wir gehen da mal hin. Ja, keine Ahnung, Bigelow heißt der. Ich habe keine Ahnung, zu was das führen könnte. Also, wir werden sehen. Jo, das Lagerhaus im Industriegebiet. Na gut, guck mal, was da kommt. Ich bin, was den Fall betrifft, echt so ein bisschen verloren. So. Sirene! Damit geht's hoffentlich besser. So! Straight ahead. Ich glaube, ich habe hier auch einiges gesehen. Ich glaube, dass immer dann, wenn er einen Ort durchstreicht, dann habe ich alle Hinweise entdeckt, aber er hat auch diesen Ort nicht durchgestrichen. Also habe ich nicht alle Hinweise entdeckt. Ja. Na gut, gucken wir mal. Oh, oh. Ach, der ist ausgewichen. Straight on here. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen weiter. Hui! Los! Ausweichen! Ach, der fährt sogar extra zurück. Ist der Hammer. Straight ahead here. So, da vorne. Da haben wir es schon. Manifold Metals. We should call for a couple of black and whites. Get Fleischer down here. Warum ziehen Sie I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Okay, warum auch immer jetzt die Waffe ziehen, anstatt dort einfach mal nachzufragen. Ich kapier's nicht. Alles egal. Egal. Wir kommen durch den Fall irgendwie durch, dann kommt der nächste Fall. Lauter Autos? Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Uff. Okay. Oh, sind das viele. Ah, Scheiße, sind das viele. Sind das viele. Verdammt nochmal. Oh, verdammt, da wurde ich. Ah! So, jetzt. Du meine Güte. Throw out the guns. Komm schon! Meine Güte, wieso schießen die auf mich? Ach, verdammt nochmal! Ah, einer noch übrig. Mit dem Auto. Oh, 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 elf. Mein Kollege stirbt. Komm, wieder weg. How long do you think you can hold out? Okay. Let's clear the top floor. I don't want to get drilled in the back on the way out. Jemand? Oh ja. Stay down. Gut. Try the door at the end. I heard something. Tor am Ende. All right, don't shoot. Keep
Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Krass, dass sie sofort losschießen. Printing, aha, das sind die Teile, die bestellt haben. Fahrzeugbrief. There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. Jo. Das ist Auftragsbuch, aber da kommen wir nicht hin. Hab ich alles? Ich würde gerne das rote Buch reinschauen, aber. Ich glaube, hier sehe ich nichts. Habe ich jetzt alles oder? Ah! Kann man denn mal reden mit dem Typen? Komm, geh mal runter. Und da! Okay. You'll get nothing from me. Gut, klar. Na gut, in das rote Buch kann man nicht reinschauen. Jetzt kann man auch nirgends reinschauen. Ich würde sagen, dann gehen wir halt wieder. Da ist doch was. Aha, halt. An Stephen Bigelow. Lightwall. Aha. Aha, okay. Lieferschein, da steht. Marquis Printing Company. There's nothing like going direct to the source. Carrier. Also der Bote oder der Postbote oder was ist der Lightwall, mit dem wir schon zu tun hatten. Wer war das nochmal? Muss ich gleich mal gucken. Aber meint er jetzt, er will jetzt dieser Druckerei irgendwann was vorwerfen? Lightwall, los. Verloren. Betting slip. Looks like Mr. Lightfall is on a losing streak. Ja, okay. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Gut. Jetzt wollte ich. Can't just shoot up my place and leave me here? Ja, ich wollte aber kurz gucken. Ah. Ich wollte aber kurz gucken. Beweise durchgehen. So geht das. Wer der Lightwall da war, das war dieser Bote, dieser Kurier da, Autokurier. We know about Marquis Printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Ja gut, er lügt, aber was kann ich... Was kann ich an Beweisen liefern? Er sagte, er repariert mit für Fahrzeuge und er braucht die Fahrzeugscheine, damit die wieder auf die Straße können. Was soll daran so falsch sein? Lieferschein? Wettscheine? Lightwall. Wenn ich jetzt gerade mal wüsste, wer das ist, dieser Lightwall. Lightwall, das ist aber nicht er, oder? Oh, nee, ich hab's mit den Namen wirklich nicht so ruhig. Da stehen lauter Namen, ich versuche mit dir dann wie so Vokabellernen irgendwie einzuprügeln, wer was ist und so, aber manchmal denke ich, vergesse ich dann. So ärgerlich. Notiz von Ray Pinker. Da! Ach, das ist der, Marquis. Nee, warte mal. Ah! Das ist der eigene oder Marquis-Druckerei. Ah, okay. Ray Pinker. Wer war das nochmal? Just how long are we gonna do this? Ja, ja. Also die Marquis-Druckerei, der Chef der Marquis-Druckerei hat Schulden. Ach, deswegen meinte er, die Quelle ist direkt die Druckerei oder so. Ah.
Okay, Liefer und Stephen Bigelow und tatsächlich wird Gordon Lightfoot. Ja, das ist der Typ dort. Ich gebe ihm das mal. Oh Gott, ey. Don't lie to me. I'm not in the mood for any more lies. The slips are the real deal, and I order them from Marquis. Ja, vielleicht sind sie ja echt diese beknackten Fahrzeugscheine, diese Vordrucke. Aber es klingt halt so, als hätte er was mit dem Leitwolf zu tun. Als würden sie da im Dach hängen irgendwie. Oder an der Decke, so. Und ich komme nicht drauf, die Verbindung herzustellen. Warum oder wie ich ihm jetzt hier eine Lüge vorwerfen kann, dass die nicht echt sind, die Fahrzeugscheine. Ich meine, die sind doch echt. Ah, ich gehe wieder Nothing zweifeln. personal. I'm just doing my job. You understand that? There are at least four dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy. I get the message. Yeah. Lightfall. The guy who runs Marquis. He's the big shot. He likes to spend big at the track. Das wissen wir alles. He owes people. Ja, das wissen wir. Lightfall. The guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. Was? Der liegt hier. Wir kommen doch gerade von dem. Und welche Aussage von ihm kann ich denn jetzt anzweifeln? Die, dass er da liegt? Oder dass er kein Glück hat? Oder. Oh, gerade hänge ich voll. Echt, das ist blöd. Moment, ich sehe jetzt hier gerade das hier, den Wettschein als verloren gekennzeichnet. Verlorene Wette. Spill it out, copper. I ain't got all Warum day. liegen die überhaupt hier rum? Ich bin kein guter Detective, wirklich nicht. Ich zweifle an, wenn ich es nicht weiß. So if I go over there and check his jacket, your story's gonna ring true? I'm warning you, Bigelow. Give it a try, Flatfoot. Some reason. None of my guys like to bring ID to work. Whether you give up your bosses or not, Eins und Bigelow, zwei you're going richtig. away for as long as I can put you there. We'll see. I didn't fire a shot, copper. I just watched you tear my place up. Ah, dieser Fall war nix. Gar nix. Ich verstehe schon wirklich den Anfang von diesem Fall nicht. Wenn auf dem Fahrzeugschein eine falsche Adresse eingetragen ist, dann muss er doch den Fahrer verdächtigen, weil der eine falsche Adresse angegeben hat, oder nicht? Da liegt irgendeine Druckerei. Keine Ahnung, ich komme da nicht drauf. So, was jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Aufgaben. Gordon Lightfoot festnehmen. Ja, der ist ja noch in der Druckerei. Müsste eigentlich sein. Wir haben ja vorher mit ihm gesprochen. Okay, also gut, da gehen wir da mal hin. Marki Druckerei. Ja, na gut. Gucken wir mal. Was ist denn hier los? Achso, Polizist. I swear, this town is going straight to hell. Los geht's! Auf zur Druckerei, das war jetzt, glaube ich, weiter. Achso. Ah! Doch, das ist schon recht weit. Wobei, aber es ist eine einfache Fahrt. Wir drehen um, fahren die nächste rechts. Wir fahren dann die Alameda Road hoch. Ja, bis wir das hier genau links von uns haben. Na gut, die Straße hat keinen Namen. Also, das kriegen wir hin. Oh, Entschuldigung, steig ein.
Entschuldigung. Das funktioniert nicht gut. Steige dich ein. Oh mein Gott. Okay. You know we've got a siren, Phelps. Vorsicht. Ja, ja. Ich mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. We should have gone that way. Well, we shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah. Especially when he's surrounded by evidence. But guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightfall, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed? There's always one of two. Na dann. Ja, also dieser Fall, der entwehrt für mich jegliche Verbindung irgendwie. Na gut. Egal. Upp, upp, upp. Scheiße! Das ist ein Tank, Phelps! Ja, ich hab's gemerkt, es ist kein Panzer. Sorry. Ich wollte gerade die Sirene anmachen. Guck mal, eine Sekunde nicht hin. Unglaublich. Vorsicht! Warte. Mist! Das lief so gut bisher. Irgendwie. Vorne kommt nach links. Hier. Die Druckerei. Gut. Der wird bestimmt auch gleich auf uns schießen, weil er ist ja schließlich im Prinzip aufgeflogen. Guck mal. That's a guy from the papers. Solve that big. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. Good. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightbulb. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Gut, das müssen wir irgendwas in die Nase reiben. Save it, Lightbulb. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof or I call die my attorney. Scheine, zeig ich jetzt. Spielschulden? Na komm, gib mal her. Ah, runter mit dir. Also, außer, ne, hat Spielschulden. Und verloren gekennzeichnet. Ich weiß ja nicht, inwiefern ihn das überführen soll, aber es ist auch zumindest ein Motiv, warum er Autos verkauft. Geklaute Autos. Ich mach mal einfach. You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightbulb. I agree, I have a small problem. I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper. You need to shut up now, Lightfall. Gordon Lightfall, I'm charging you with conspiracy and richtig? Fraud. Hands behind Nö. Your back. Und ich habe keine Ahnung, warum. Das war Zufall irgendwie. The LAPD, Central Traffic Division, has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent, blah, blah, blah. Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Wie der sich freut. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will you? I want to finish reading this. Okay, na gut. Wunderbar. Der Fall war nix. Das war nix für mich. Aha. Von den Hinweisen 15 von 18 immerhin. Fragen richtig 12 von 17 immerhin. Fahrzeugschaden hat sich schon verbessert. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal $4,000. Bigelow ist zwar ein Ganove, aber er hätte Lightfall hingehängt, wenn man ihn dazu ermutigt hätte. Ja, okay, aber ich hätte nicht gewusst, wie. Gut. Okay, liebe Leute, wir hören an der Stelle auf. Es wäre zwar noch ein bisschen Zeit übrig für die nächste Folge, aber ich will jetzt nicht einen Fall anfangen und danach
die Hälfte wieder vergessen, bevor wir die nächste Folge anfangen. Wir fangen nächstes Mal an. Heute machen wir das nicht mehr, sonst geht es, glaube ich, nicht gut. Also, liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Tschüss.